Hallo und willkommen. Heute mache ich mal ein etwas anderes Video, einer anderen Art. Denn es geht um die M24 Standardgrade von Militaria. Also, das ist mein erstes Video. Ich habe vorher ohne Erfolg versucht, mich auf YouTube anzumelden, aber ich bin jetzt angemeldet dank eines Freundes. Ja, Spiker LP. Vielleicht kennt ihr ihn. Wer ihn kenne, der kenne ihn. Hier, also, wir fangen mal an mit den. Also mit den Details der Granate. Wir haben unten eine Kappe, die sich leider nicht abschrauben lässt, weil diese nur aus Holz besteht. Die andere war zu teuer. Ich habe ja 3 Stück von den Granaten bestellt. Hinten sind noch welche. Hier, dann gehen wir mal zu dem Schriftzug. Vorgebrauch Sprengkapsel einsetzen. Sehr sauber ablesbar. Ich habe diese Granate schon etwas länger. Also bilden sich auch Abriebe. Zum Beispiel hier hat man einen. Naja, ich weiß. Hier hat man. Sorry, das war gerade mein Freund. Naja, ich habe ein Gefecht, das einfach auf den Gegner werfen wollen. Die Granate ist dann hier auf Stein gelandet. Naja, aber das ist egal. Dann kommen wir zum Stiel. Man braucht keine Angst haben, sich irgendwie so einen Splitter einzufangen. Ist ziemlich gut verarbeitet. Ist nämlich auch echtes Holz. Holz, also hier, dann glaube ich, kann man diese Granate wiegt. Was meinst du? Ich schätze mal so 100 Gramm. 30 Gramm witzig. Ungefähr 500 Gramm. Weil die liegt schon schwer in der Hand. Warte. Die liegt. Naja. Naja, es geht so. Hey, die wiegt so viel wie eine Schokoladentafel. Witzig. So, ja, auf jeden Fall. Ja, locker. Hier, ja, so. Dann gibt's, glaube ich, nicht mehr viel zu dieser Granate zu sagen. Sie kann nichts, sie ist nur zur Dekoration da. Ich tue trotzdem zu tun, als ob ich die Kappe abschraube und sie dann einfach mal rüber zum Feld werfe und dann ist der Gegner halt tot. Ich hole mir noch die mit der Porzellankugel unten, aber momentan sind die leider ausverkauft. Womit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Kommentar hinterlassen, wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn das Video euch gefällt, Daumen hoch, denkt dran, Kommentar nicht vergessen. Das war's mit meinem Review zu der M24 Standardgrade von Militaria.